Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 3 von Valheim und zwar gerade am Kochen und schauen zu, dass wir das Fleisch fertig kriegen, dass es nicht ankokelt, gucke ich gerade. Und ja, dann müssen wir mal gucken, ne? Oh, jetzt hat es gezischt oder nicht? Ne, jetzt hat es gezischt, okay. Das heißt, jetzt haben wir das Essen da rausgenommen und dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir weiter, was wir als nächstes machen, ne? Wir fangen an zu frieren, das ist schon mal schlecht. Wir kümmern uns drum, bis gleich. So, jetzt müssen wir erstmal das Fleisch essen. Was haben wir denn da unten? Pilze. Wir können noch Erdbeeren essen. Und das Fleisch können wir essen. Dann kriegen wir richtig ordentlich den Pilz. 8 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Nö, das passt ja erstmal. Dann können wir das erstmal so lassen. Gut, dann müssen wir mal schauen, was wir hier noch alles so machen können. Also Werkbank, ne? Vielleicht gucken wir da mal rein. Hier ist jetzt zerlumptes Hemd, zerlumpte Hose, Feuerstein, Axt, da fehlt uns tatsächlich Feuerstein, schade, Bogen, Feuerstein, Messer, Holzchen, das ist alles nicht möglich, ne? Am Bogen fehlt uns Leder, 8 Stück, wir haben wie viel Leder? 1, okay. Das ist schlecht. Aufwerten können wir zurzeit wohl nicht so wirklich was, können aber was reparieren. Zerlumptes Hemd haben wir repariert. Keule haben wir repariert, Hammer haben wir repariert, Steinaxt, alles ist repariert. Die Hacke geht da auf Level 2. Gut, dann war das jetzt hier nicht von Erfolg gekrönt sozusagen. Haben wir da noch was drin? Okay, da sind noch ein paar Äxte drin. Hier die Buchensamen haben wir natürlich hier. Und hier ist nochmal Lederreste. Okay, da waren aber trotzdem, glaube ich, zu wenig um... Oder? Warte, Feuerstein? Ah, nee, ich glaube... Nehmen das nochmal raus. Die Federn nehmen wir auch mal gerade raus. Jetzt gucken wir gerade nochmal, ob sich dann in der Werkbank doch noch was ergibt. Aber ich glaube nicht, ne? Ah doch, das Feuersteinmesser würde gehen. Aber leider fehlt, glaube ich, ein... Ja, genau, ein Feuerstein fehlt. Und Leder haben wir 2. Da sind reichlich Leder, die da fehlen für den Bogen. Naja, okay. Dann würde ich sagen, drehen wir uns wieder zur Kiste und gucken zu, dass wir da Dinge reintun, die wir jetzt nicht so wirklich brauchen. Das brauchen wir nicht. Die Trophäe kann er jetzt auch erstmal hier lassen, glaube ich. Das lassen wir hier. Entschuldigung. Harz haben wir. Die Fackel können wir auch hier lassen. Wir haben noch eine da oben, die gut ist. Zerlumptes Hemd haben wir ja an, ne? Ja, wir müssten eigentlich auch noch gucken, dass wir mehr Rüstung kriegen, ne? Okay, aber es ist jetzt auch gerade dooferweise dunkel, ne? Was machen wir dann, ne? Wir sammeln ein bisschen Holz oder so. Hier liegt noch, ah, das ist das Eichenholz, Birkenholz, das kriegen wir immer noch nicht kaputt, ne? Ne, zu stabil. Baumstumpf bringt uns auch nicht weiter. Was war das jetzt? Okay. Ja, wir müssten eigentlich zusehen, dass wir Dingens kriegen. Sag schon. Ja, hier ist es warm, ne? Brennmaterial, Feuer, 1 von 10. Okay, da ist nicht ganz viel Holz drin. Ne? Du fängst an zu frieren. Ich müsste mehr Klamotten anhaben. Aber ich glaube, es bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Hier, sag schon, nichts zu tun oder wir schlafen besser, würde ich sagen, weil dann ist es hell, denke ich, oder? Weil hell ist wichtig, dass wir was sehen. Guten Morgen. Sieht zwar jetzt noch nicht nach einem guten Morgen aus, aber naja. Tag 5 haben wir auf jeden Fall. So, und dann denke ich mal, gehen wir nochmal in die Richtung und hoffen, dass wir wieder einen Feuerstein noch finden oder so. Dass wir da vorankommen. Okay, wir sprinten mal. Wir haben ja ein bisschen mehr durch das Essen jetzt. Die Möglichkeiten.
Okay, auffüllen und dann gehen wir wieder sprinten. Wahrscheinlich kriegen wir da keine Möhren mehr raus, die da waren, oder? Waren, ne, Pilze waren da ja drin. Das haben wir kaputt gemacht und dann war es das, oder? Ja. Man könnte natürlich, ne, das Holz abbauen. So, da war ja möglich Feuerstein. Vielleicht ist das respawned. Und wir kriegen das wieder. Das wäre schon nicht schlecht, oder? Ist hier noch Feuerstein da? Ja. Okay. Und ich habe gedacht, es ist nur am Wasser direkt, aber es ist wohl auch hier in dem Gras zu finden. Naja. Ein Fisch. Den kriege ich aber nicht, ne? Dafür bräuchte ich einen Speer oder sowas. Dann hätte ich den kriegen können. Das wäre noch eine andere Nahrungsquelle gerade gewesen, ne? Tja. Da ist auch wieder einer. Früh am Morgen kriegst du die nur nennen. Aber jetzt kriegst du. Doch, da ist er. Okay, der hat gerade eine Mückenlarve bestimmt. Naja, obwohl die schwimmen um Wasser, glaube. Das war es jetzt nicht. Aber hier ist eine Angelstelle. Wir bräuchten eine Angel. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch was finden. An. Ist da vorne was? Feuerstein, sehr gut. Hier geht schön die Sonne auf, ne? Da ist noch ein Feuerstein. Ist hier noch was? Da ist das ein Feuerstein. Okay, jetzt haben wir natürlich nasse Klamotten, war nicht so eine dolle Idee, da reinzuspringen. Und wenn wir hier schon mal drin sind, dann sammeln wir bestimmt auch noch gerade das Weitere hier auf. Naja, jetzt sind wir nass. Das war jetzt 2 Minuten nass, das ist nicht so gut. Okay. Ich könnte was zu essen vertragen. Da ist jetzt der Pilz weg. Gut. Das ist nur ein Stein. Das ist auch nur ein Stein. Irgendwo ist wer. Ich sehe ihn aber nicht. Ist das ein Feuerstein oder ein normaler? Normaler. Wo ist denn einer? Hier muss doch irgendwo einer sein. Keine Ahnung. Irgend so eine Kröte ist das hier, oder was? Hier gibt es auf jeden Fall auch Essen. Oh, da war er. Und was bringt er mir? Nix. Na, war das der oder ist ein anderer? Weiß ich nicht. Da vorne war was. Keine Ahnung, wo er hin ist. Wir müssen aufpassen, dass wir wieder zurückfinden, ne? So, ich denke mal, wir gehen auch wieder zurück. Haben ja gerade unseren Feuerstein zusammengesammelt. Oh, wir sind hier im Düsterwald. Hinzugefügt, ja. Da ist eine Aufgabe oder was?
Ah, Hagen. Dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Du hast dich in den Düsterwald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stelle deine Werte und Beweise, indem du Aegir tötest, ja. Ja, weiß ich schon. Ich bin nur am Rande. Da sind zwei Rehe. Fähigkeit verbessert Schleichen, aber naja, die war jetzt nicht so verbessert, ne? Ich glaube, die Lichtung ist da, oder? Könnte was zu essen vertragen. Ah, ne, hier ist ein Stein. Habe ich den schon gelesen? Weiß ich nicht. Bitte diese Worte am Ulf und deinem armen Siedlung in einem fremden Land. Du wirst eher gute Steine und gutes Holz finden, also lassen, was du dein Haus bauen kannst. Zieh vor den Regenschutz errichtet nach Mauern, um zu verhindern, dass dein Dach zu Boden fällt. Am Ende fertige eine Tür, damit du hinein und hinausgehen kannst. Diese Dinge hat Ulf gelernt. Jetzt hält er sich auf diesem Stein fest, um anderen zu helfen. Bitte. Ah, okay, wissen wir Bescheid. Ja, jetzt sieht schon fast so aus, dass wir uns leicht verlaufen haben, aber ich glaube, wir müssen da lang. Okay, da ist ein Reh. Aber das werde ich nicht kriegen. Da brauchen wir uns nicht drum bemühen. Da oben sind Wildschweine. Das kriegen wir dann schon eher. Ich hoffe, es sind nicht zu so viele. Doch, es sind viele. Dann bringt das nichts. Dann bringt das nichts. Jetzt sind wir schon bei Sprinten auf 12. Essen. Wir können doch noch eine Erdbeere essen, ne? Genau. Oder Himbeere, was es auch immer ist. Eine Himbeere. Sieht aus wie eine Erdbeere. Dann können wir auch besser sprinten. Okay. Dann laufen wir mal wieder zurück zur Hütte und gucken, was wir bauen können. Ist das da Dingens? Ne, ist nur ein Stein. Ich dachte, es wäre ein. Ne, ihr wisst schon. Ein Feuerstein. Feuer brennt noch, aber wir haben nichts gefangen in dem Sinne. Aber wir können ja jetzt mal gucken, dass wir schauen, was wir aus dem Feuerstein machen können. So, da geht jetzt die Feuersteinaxt raus. Und wenn wir die haben, dann können wir wieder mehr machen, ne? Feuersteinaxt, sehr gut. Jetzt haben wir die Keule repariert, Hammer, Fackel. Holzpfeile. Ach so, die können wir einfach so herstellen. Aber wir haben keinen Kücher dann, ne? Und den Bogen. Ah, da fehlt uns immer noch das Leder. Gut. So. Jetzt müssten wir eigentlich schauen, dass wir hier noch. Herr Eigtür, dann werden wir nicht schaffen, ne? Wer bellt denn hier ein Fuchs? Ein Wildschwein wäre ja auch nicht schlecht, ne? Da kommt einer. Knüppel aus dem Sack. Harz haben wir gekriegt. Wo geht's denn hier lang? Gucken wir doch mal, oder? Hier waren wir noch nicht. Hier ist auch eine schöne große Ebene, ne?
Da unten sieht so wie ein Steinkreis aus. Dicke, fette Buche, Eiche, keine Ahnung. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Ist aber nichts Besonderes hier, oder? Da ist doch wer. Das ist ein Wildschwein. Und das ist alleine. Und jetzt kriegen wir auch nicht Leder. Ne, nur Fleisch hinzugefügt. Schade. Sehe ich noch eins. Ist das ein Stein mit so einer Inschrift drin? Gucken wir mal. Könnte sein, oder? Andere Seite. Ja. Halte inne, Reisender. Du bist nun in der letzten und gesetzlosesten der 10 Welten angekommen. In Valheim ist die Luft rein, das Wasser tief und klar und die Wälder quellen über vor Reichtum. Hier gibt es Abenteuer, Freude und Ruhm und zum Mitnehmen. Okay, alles klar. Jetzt nicht so viel gebracht, ne? Aber hier. Himbeeren. Kann ich den nicht mehr tragen oder was? Doch. Hier gibt es auch noch welche. Da unten waren noch mal welche. Gut, haben wir das. Oh. Leider weg. Die beiden machen den Krach. Okay. Hier waren wir noch nicht. Schauen wir mal hier durch den Wald so ein bisschen durch. Aber hier ist auch nichts. Doch, da rechts sind Bären. Okay, du störst mich beim Essen holen. So, da sind nochmal Bären. Das ist Holz, das brauche ich jetzt gerade nicht. Okay, gehen wir wieder zurück. Zu essen haben wir, da ist unser Haus. Ja, dann müssen wir weiter gucken, was wir machen. Keine Energie mehr, kurze Pause. 57 ist unsere Lebensenergie. Ist hier irgendwo ein Wildschwein? Leider nicht. Wir müssen Pfeil und Bogen kriegen, definitiv. Aber dafür brauchen wir Leder. Haben wir was zum Essen machen? Oh ja, wir haben Fleisch. Aber nur einmal. Gut. Man ist fertig, wenn es zischt. Na, zischt schon. Gut. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir weitermachen. Hütte sieht jetzt nicht ganz dolle aus, ist aber erstmal schon mal da, ne? Was ist alle? Das Fleisch ist gleich alle. Okay, da haben wir einmal da. Das sind die Pfeile. Können wir 100 Stück tragen. Was können wir denn sonst noch so machen? Was sagt die Karte? Hier. Da ist Wasser, da ist Wasser. Hier sind wir irgendwie rüber geflogen, ne? Achso, da können wir Marker setzen, oder? Brauchen wir aber nicht. Da! Gehen wir hin!
Leder. Da ist Leder. Jetzt haben wir Wildschweinfleisch und Leder. Und ich hörte schon wieder ein. Da ist er. Und der Harz kriegen wir auch noch. Ist noch einer da? Nee, ne? Da lief das Leder rum. Lederfetzen. Ist hier noch irgendwo einer? So, jetzt brauchen wir das Fleisch. Hier ist kein Wildschwein. Ich sehe keins. Leider. Gut, das Fleisch essen. Plus 30 Gesundheit und Ausdauer haben wir auch dazu gekriegt. Das andere blinkt auch schon, dann können wir gleich einen Himbeer hinterherziehen. So. Dann holen wir doch mal den Hammer raus und gucken, was wir mit dem Hammer noch machen können. Obwohl. Also das Feuer haben wir. Holzstoß brauchen wir nicht. Steinhaufen. Was ist das hier? Ein Floß können wir machen, okay. Werkbank haben wir, das haben wir. Ja, das ist der Hackklotz, da fehlt uns. Oh, da fehlt uns noch mehr Dingens. Warte, das haben wir aber vielleicht. Das haben wir aber vielleicht. Warte, wenn wir reingehen, in unsere Kiste gucken, vielleicht kommen wir dann, weiß ich nicht. Ach so, ich habe den Hammer in der Hand, deswegen geht das nicht. Da sind fünf, sieben. Wir brauchen noch drei. So ein Shit aber auch. Da haben wir jetzt vier. Bringt uns aber auch noch nicht so weiter, oder? Das Fleisch müssen wir auf jeden Fall braten. Was sagt die Werkbank? Der Bogen braucht Achte. Feuerstein. Ah, der Speer, aber das ist auch zu viel. Turmschild will ich nicht, das bringt mir gerade alles nichts so. Der Bogen wäre wichtig, aber da habe ich zu wenig Dingens für. Feuersteinaxt. Habe ich die schon gebaut, ne? Ja. Warte mal, dann machen wir das so, dass wir die hier wegtun in der Kiste rein. Oh, Kiste ist schon voll, aber die können wir dann auch zerstören eigentlich. Die machen wir auf 2. Und das war's dann erstmal. Und dann wird es auch schon wieder dunkel. Irgendwo noch ein Schweinchen rumlaufen? Ne. So, das ist der Hammer. Das ist die Hacke. Boden einebnen, dann können wir damit machen. Aber sonst auch nichts, ne? Hochdingens, was ist das? Befestigen. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Und mit der Axt kannst du Bäume fällen. Und das geht aber auf jeden Fall schneller. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Hat leider nicht so ganz viel effektiv gebracht hier die Runde. Aber naja, man kommt auch langsam voran, ne? Ich würde sagen, wir schauen dann in der nächsten Folge, dass wir da mal noch Feuerstein kriegen, damit wir dann den Bogen vielleicht einen Speer kriegen oder sowas irgendwie, dass wir ein bisschen was anders fangen können. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Du träumst von einem mächtigen Bären, der tief unter der Erde im Winter der Welt schläft. Er dreht sich Schlafenfalten über den Falten aus Fleisch und Fell. Er hat einen Kopf und keine Gliedmaßen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ne, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.